Hallo Kackbratzen. Douchebags. Das Adventure-Genre hat eine lange und bewegende Geschichte hinter sich. Sie erzählt von ihrem Aufstieg aus einer schwarz-weißen und textbasierten Anfangszeit, über das goldene Zeitalter, das mehr oder weniger von Sierra und LucasArts beherrscht wurde, bis hin zu ihren flammenden Ruinen, in der das Genre in eine meist billige actionorientierte Hölle verwandelt wurde. In der Blütezeit der Adventure-Spiele, also Anfang und Mitte der 90er Jahre, gab es aber nicht nur Sierra und LucasArts, die versuchten den Markt mit schönen Geschichten zu füllen. Manchmal wurden auch Spiele von Entwicklern veröffentlicht, von denen man gar nicht angenommen hätte, dass sie auch imstande wären, gute Adventures zu schaffen. Wie etwa auch die Westwood Studios, die sich ihren Namen mit dem fabelhaften Dune 2 und später auch Command & Conquer machten. Diese Entwicklerbutze sollte eine Adventure-Serie entwickeln, die den Genregrößen das Wasser reichen konnte. Leider scheint es, dass diese Serie im Laufe der Zeit aber irgendwie nicht so viel Liebe erhalten hat, wie eben ein Monkey Island oder auch ein King's Quest, obwohl die Qualität eigentlich hervorragend war. Wir sprechen heute über das allererste Legend of Kyrandia, das uns in eine Welt voller Fantasie und leider auch vielen Schmerzen entführt. Verantwortlich für dieses Spiel war Brad Sperry, einer der Leiter der Westwood Studios. In seiner Jugend spielte er mit seinem Freund ein Multi-User-Dungeon-Spiel namens Kyrandia Fantasy World of Legends, das in der Zeit komplett verloren gegangen ist. Basierend auf der Geschichte des verschollenen Rollenspiels und der Technik von Lands of Lore, wollte man nun ein Adventure erschaffen, das den damaligen König Sierra zeigen sollte, wo der Ziegenbart den Honig hat. Und tatsächlich konnte man demonstrieren, dass Westwood nicht nur gute Echtzeit-Strategiespiele entwickeln kann, sondern auch ein wunderbares Adventure mit hübscher Grafik und herausragender Musik. Aber was das Gameplay betraf, war das erste Legend of Kyrandia wohl leider eine Blaupause dafür, wie man besser kein Abenteuerspiel entwerfen sollte. Zu Beginn des Spiels werden die Spieler schnell in die Fantasiewelt von Kyrandia geschleudert, einem wunderschönen Land, das derzeit von einem außer Kontrolle geratenen Narren namens Melkholm heimgesucht wird. Der mürrische alte Narr und Königsmörder Melkholm konnte sich aus seinem Gefängnis befreien, in dem er vor 18 Jahren eingesperrt wurde und will sich nun an jeden rächen, der sich ihm in den Weg stellt. Erschwerend hinzu kommt, dass er nun das sagenumwobene Kyragem kontrolliert, also die Quelle aller Magie des Landes. Melkholms erstes Opfer ist Kallak. Es ist nicht etwa ein Regal eines schwedischen Möbelhauses, sondern ein alter und nicht mehr ganz so mächtiger Hofzauberer und gleichzeitig der Großvater des Helden des Spiels. Bei seinem Besuch verwandelt der geisteskranke Narr den alten Herren in einem ungleichen Kampf in eine Statue und macht sich dann frohlockend vom Acker. Brandon, unser Held, kehrt nun nach Hause zurück und findet dort den zu Stein erstarrten Opa und schwört den Schurken zur Strecke zu bringen. Somit beginnt eines der schwersten Abenteuer eures Lebens, das ihr aber nicht mehr so schnell vergessen werdet. Brandon ist vielleicht hochmotiviert, aber für diese schwere Aufgabe kaum qualifiziert. Zum Glück gibt es keine Prinzessin in Not, denn deren Aussichten wären jetzt nicht ganz so rosig. Brandon ist umgänglich, aber seine Versuche, Humor zu zeigen, scheitern oft und ihm fehlen die meisten Elemente, die einen überzeugenden Protagonisten ausmachen. Meistens wirkt er ein bisschen wie ein Feigling. Zumindest gibt es noch ein paar andere interessante Charaktere. Zu den charismatischsten gehören Zauberer Dam und sein sarkastischer Haustierdrache, sowie die freche Zauberin Cynthia, die in der Fortsetzung die Hauptrolle übernehmen wird. Allerdings entwickelt sich die Handlung nie wirklich über die eigentliche Prämisse des Spiels hinaus, sodass es schwierig ist, sich zu sehr darauf einzulassen. Zumindest erweist sich Melkholm als angemessen verabscheuungswürdiger Bösewicht. Bei jeder Begegnung sollte man vorsichtig sein, denn der Bursche wird keinen Moment lang zögern und Brandon kaltblütig ermorden. Mit dieser schweren Vorgeschichte war es dann eine besondere Überraschung, dass wir dann im dritten Teil der Kyrandia-Reihe den ehemaligen Bösewicht in der Hauptrolle sahen. Die Dialoge im Spiel sind einheitlich durch die Bank amüsant geschrieben worden und lassen sich allesamt ganz flüssig lesen. Lesen? Ja, denn die Urfassung von Legend of Kyrandia kam komplett ohne Sprachausgabe aus, wie das eben damals üblich war. Später kam dann auch eine Version mit englischer Synchro auf den Markt, aber trotzdem hat die Urfassung ihren Charme.
Auch wenn wir uns in einer wunderschönen Fantasiewelt mit nach Kiefer duftenden Wäldern und witzigen Charakteren befinden, bedeutet dies leider noch lange nicht, dass die Story problemlos zu meistern ist. Die Entwickler fanden es wohl besonders witzig, ein paar Labyrinthe ins Spiel zu werfen, bei dem unser Held allzu oft ins Gras beißen wird. Insgesamt kommt man nur mit Versuch und Irrtum zum Ziel und das bedeutet eine große Portion Frust, was wohl viele Spieler heute davon abhalten wird, nur einen Fuß in die zauberhafte Welt zu setzen. Es lauern auch einige Sackgassen auf den Spieler, aber mit einer Komplettlösung zur Hand sollte auch noch jeder in der Lage sein, das Abenteuer bis zum Ende zu spielen. Aber auch ohne einer Komplettlösung wäre es ratsam, sich Stift und Papier an die Seite zu legen, um sich dann eine kleine Karte der Labyrinthe anzulegen. Es hatte damals einen gewissen Charme, ein Adventure zu spielen, da man irgendwie die alten Zöpfe der textbasierten Adventure immer noch nicht abschneiden wollte. Wer mit den alten Abenteuerspielen aufgewachsen ist, sollte eigentlich mit den Fallstricken der Klassiker zurechtkommen. Trotzdem war es auch damals schon ziemlich madig, damit konfrontiert zu werden. Die Spiele aus dem Hause LucasArts haben es ja schließlich vorgemacht, wie man Rätsel mit Einfallsreichtum und Logik lösen kann. Danach dann ein Spiel zu starten, das einen mit zwei Schuhen aus Zement ins kalte Wasser wirft, war auch schon damals keine schöne Sache. Ein weiteres Ärgernis im Spiel ist die gelegentliche Pixeljagd nach Gegenständen, von denen einige so gut versteckt wurden, dass sie fast unmöglich zu finden sind. Doch dank der wunderbar gezeichneten Landschaft, der angenehmen New Age-Musik im Hintergrund und der intuitiven Benutzeroberfläche vergisst man aber zeitweise die wenigen Probleme des Spiels jedoch schnell. Und die grafische Qualität des Spiels war damals auch schon erste Sahne. Ich habe das Spiel damals noch auf einem betagten 286er flüssig spielen können. Die Animationen im Hintergrund und die fließenden Bewegungen der Charaktere sorgten damals jedenfalls für ein sehr angenehmes visuelles Erlebnis. Es war übrigens eines der letzten Spiele, die ich auf dieser guten alten Maschine spielte, bis sie dann kurz danach gegen eine dieser 486er Highscreen-Kisten von Wobis ausgetauscht wurde. Der grafische Stil jedenfalls versuchte nicht einen allzu hohen Realismus anzustreben, und das machte sich bezahlt. Erstens muss ein Märchen so aussehen, wie man sich eben ein Märchen so vorstellt, und zweitens hat das Spiel auch heute nichts von seinem Charme verloren. Obwohl die Musik auf harten MIDI-Klängen basierte und sie damals eher brachial aus den PC-Lautsprechern schepperte, war sie doch ziemlich abwechslungsreich und sorgte für eine wunderbare Stimmung. Die Melodien reichen von fröhlich bis bedrohlich und passten perfekt zum Stil der Geschichte und der Kunst. Die Benutzeroberfläche ist relativ einfach. Die Aktionen werden über ein Inventarmanipulationssystem mit nur einem Cursor gesteuert. Aber auch hier gelingt es dem Spiel, ein wenig Innovation zu zeigen, da man die Möglichkeit einbaute, Gegenstände auf jedem Bildschirm abzulegen, um sie später wieder abzurufen. Zusätzlich verpasste man dem Spiel ein magisches Amulett. Im Laufe der Story wird jeder der vier Steine des Amuletts freigeschaltet, was Brandon besondere Kräfte verlieh, die er zum Beenden des Spiels benötigte. Diese Kräfte reichen von der Verwandlung in ein Irrlicht, was zum Bleistift nützlich war, um dunkle Labyrinthe voller Todesfallen zu erhellen, bis hin zur Entfernung von Giften. Die Kräfte waren nicht jederzeit verfügbar. Nachdem man eine Kraft benutzt hat, benötigte es eine kleinere Abklingzeit, bis man auf ein neues, auf die magische Kraft zugreifen konnte. Man sollte also den Einsatz seiner magischen Kräfte zeitlich gut abstimmen, sollte man lebend das Ende des Spiels erreichen wollen. Auf den ersten Blick scheint die Welt von Kyrandia ein typisches Abenteuerspielsetting zu sein, gefüllt mit Fantasy-Klischees und wehmütigen Märchenstilen. Und um fair zu sein, das erste Spiel weicht wirklich nicht weit von irgendwelchen Stereotypen ab. Dennoch neigt es dazu, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, was ihm eine gewisse Identität verleiht. Die Persönlichkeit der Serie wuchs mit jeder Fortsetzung. So wurden immer mehr seltsamere Charaktere eingeführt und das bizarre Königreich Kyrandia erweitert. Bis zum dritten Spiel, dem Finale der Serie, hatte die Serie eine so fantasievolle und verrückte Welt geschaffen, die sich nicht mehr hinter den Genre-Königen wie etwa ein Monkey Island verstecken musste. Alles in allem macht The Legend of Kyrandia viel Spaß. Die Texte, die Grafiken, die Musik und auch mit wenigen genannten Ausnahmen die Rätsel ergeben zusammen einen Abenteuerklassiker, der die Zeit überdauert hat. Wer sich für kleines Geld zum Beispiel auf GOG diesen Titel holen möchte, kann nichts verlieren. Die Nachfolger sind allerdings um eine Spur besser. Trotzdem gehört das erste Legend of Kyrandia in eine jede gut sortierte Bibliothek eines jeden Abenteuerspielers. Thank you.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.